zweite Liga. Duisburg verliert auch gegen Aue. Der MSV Duisburg bleibt nach der fünften Saisonniederlage Tabellenletzter der 2. Fußball-Bundesliga. Die Zebras verloren am 6. Spieltag gegen Erzgebirge Aue mit 1:2, 1:0 und stehen mit nur einem Punkt auf dem 18. Platz. Aue, 7, liegt auf Rang 14. Kapitän Kevin Wolze brachte die Duisburger vor 13.119 Zuschauern mit einem Foul-Elfmeter in Führung, 42. Pascal Testrohit, 49. per Handelfmeter und Mario Kwesig, 84. drehten jedoch das Spiel für Aue. Eine Woche zuvor hatte der MSV beim 2:2 gegen Union Berlin den ersten Zähler eingefahren. Vor dem ersten Elfmeter war der Duisburger Boris Taschi nach einer leichten Berührung im Strafraum zu Boden gegangen. Vor dem Ausgleich berührte Andreas Wiegel bei einem Luftzweikampf den Ball mit dem Oberarm. Pech hatten die Gastgeber kurz vor ihrem Führungsstar, als Colli Oliveira Souza die Latte traf, 40. Punkt. Kwesig gelang sehenswert aus rund 17 Metern die späte Führung der Gäste.